Folk. Horror. Angst. Lust. Folk. Horror. Angst. Lust. Lust. Angst. Horror. Lust. Horror. Angst. Horror. Lust. Herzlich willkommen, liebe Bartocast-Hörer, zu einer weiteren Folge unserer Reihe Folk, Horror, Angst, Lust. Und vielleicht seid ihr überrascht, dass es hier noch eine weitere Folge gibt, nachdem ich ja in der letzten Folge mit Henning ja schon mal rekapituliert habe, was wir bisher so gemacht haben. Aber es gab, das hatte ich ja angedeutet, noch zwei Gespräche, die ich gerne führen würde. Und eines werden wir jetzt gleich führen. Das andere, das habe ich mit meiner Gesprächspartnerin besprochen, werden wir wahrscheinlich eher so Mitte des Jahres führen. Hat damit zu tun, da wird es, wenn das so stattfindet, wie es geplant ist, um die Shoah und den Horrorfilm und die Aufarbeitung von Shoah in Horrorfilmen gehen. Und wir haben uns aber beide, also ich und meine Gesprächspartnerin und ich, darauf geeinigt, dass momentan der falsche Zeitpunkt dafür ist, um über Judenmord popkulturell und vielleicht mit einem Schmunzeln zu diskutieren. Das passt im Moment unserer beider Erachten nicht rein. Das werden wir aber nachholen. Gleich komme ich zu meinem jetzigen Gesprächspartner, aber ein kleiner Hinweis noch. Ein Großteil der bisher geführten Interviews wird erscheinen in einem Sammelband in dem Buch Folk Horror, das ihr beziehen könnt beim JMB-Verlag, jmb-verlag.de. Da findet ihr das Buch Folk Horror Facetten der farbenfrohen Finsternis. Alliteration, ich höre dich dir trapsen. Das könnt ihr jetzt auch schon vorbestellen. Und wenn ihr da als Gutscheincode Folk Horror Buch eingebt, dann wird euch bei Erscheinen die Versandkosten erlassen. Ich freue mich sehr darauf. Es ist mein erstes Printbuch seit 2019. Die letzten Jahre waren bei mir aus verschiedenen Gründen ein bisschen anders und jetzt komme ich aber zu alter Stärke zurück. Ich sag's nochmal, weil auch mein Verleger mich darum gebeten hat, jmb-verlag.de. So, das war jetzt aber auch der Werbeteil. Jetzt komme ich zu meinem heutigen Gesprächspartner, mir zugeschaltet aus Mainz, wenn das auch der Ort ist, wo ich ihn gerade erwische. Auf jeden Fall lehrt er an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Mir zugeschaltet ist Dr. Sascha Seiler. Hi Sascha. Ja, hallo. Hallo. Hi. Ja, magst du dich einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und warum rede ich eigentlich mit dir über Folk Horror? Ja, also ich lehre, wie du gesagt hast, seit über 20 Jahren an der Uni Mainz, jetzt eher nur noch nebenberuflich, bin auch Publizist, ich arbeite auch teilweise als Lehrer zum Teil, also ich mache so alles Mögliche, journalistisch auch schon seit fast 3 Jahrzehnten unterwegs und habe mich tatsächlich im Zuge von meiner akademischen Lehre angefangen mit Folk Horror zu beschäftigen, schon vor einigen Jahren, habe da auch mehrere Veranstaltungen zugemacht und und arbeite auch schon seit längerem, jetzt muss ich sagen, dank vieler Unterbrechungen zieht sich's hin an einer größeren Monographie zu Folk Horror, die eigentlich schon hätte vor 2 Jahren erscheinen sollen. Habe jetzt zwischengeschoben ein Band zu Ben Wheatley, über den wir ja heute sprechen werden, der auch, sagen wir mal, zu 2/3 Folk Horror-Filme gemacht hat. Beschäftigt mich halt immer noch sehr intensiv mit dem Thema, wenn ich mal Zeit habe. Und du bist, das hast du uns gerade verschwiegen, du bist... Das habe ich verschwiegen, ich bin Komparatist, also ich bin vergleichender Literatur- und Medienwissenschaftler quasi. Ja, okay. Ja, und du sagtest das schon, ich bin jetzt nicht in der Tiefe der Recherche bei meinen Interviewpartnern, aber ich habe mal bei dir gescrollt über die Veröffentlichung und gefühlt veröffentlichst du unfassbar viel zu unfassbar unterschiedlichen Themen. Mir ist da was zu Tim und Struppi, habe ich sogar gesehen, hast du was gemacht. Also du bist sehr breit aufgestellt. Thomas Pynchon sehe ich hier gerade. Kiss,
Oss, also viel, viel ganz unterschiedliches Zeug. Ja, also ich habe immer viel, sagen wir mal, meinen journalistischen Laufbahn und die akademische versucht zusammenzubringen. Also ich habe angefangen als Filmjournalist vor ja fast 25 Jahren, bin dann ziemlich schnell zum Musikjournalismus übergewechselt, den ich immer noch sehr aktiv betreibe und habe aber versucht, eben das immer ins Akademische mit reinzunehmen. Also ich mache halt sehr, sehr viel über Musik, über ja im weitesten Sinne populäre Kultur, auch viel über Film, zu den letzten Jahren viel über den Horrorfilm eben. Das heißt, dass ich das alles so ein bisschen durcheinander wirbeln kann und dann ja auf der einen Seite so einen eher journalistischen, populären, auf der anderen Seite eher so einen akademischen Zugang finde. Mhm. Ja. Auch du musst durch die Frage, durch die jeder hier muss, was ist dein Lieblingshorrorfilm? Tatsächlich ist mein Lieblingshorrorfilm, also das wechselt natürlich ständig sowas, aber ich würde sagen, so derzeit würde ich den Okkult-Horrorfilm A Dark Song nennen, den ich sehr faszinierend fand. Als A ich Dark Song. Zwei Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Den kenne ich nicht. Für diejenigen Hörer, die es immer noch nicht wissen, wir spoilern hier gnadenlos. Das ist keiner dieser Podcasts, der irgendwie von Netflix gesponsert wird und neugierig machen soll, sondern wir reden auch über die Inhalte. Was passiert denn? Ich habe es hier gerade geöffnet bei Wikipedia. Was passiert denn bei A Dark Song? Das sieht auf dem Cover sieht es aus wie, also ich judge jetzt einen Film bei seinem Cover. Da wird aus Versehen etwas Böses beschworen von einem Kind und dann wissen die nicht, wie die das loswerden sollen. Nein, das so ist es zum Glück gar nicht. nein, es ist ein Film, der handelt von einer Frau, die ihr Kind verloren hat. Deswegen wohl das Kind auf dem Cover. Das Filmplakat, das ich gar nicht kenne. Auf jeden Fall, die Frau hat ihr Kind verloren, ist in Trauerphase, zieht sich, wir erfahren das erst nach und nach, auf ein Landhaus zurück oder mietet sich ein Landhaus. Hier schon die erste eigentlich Folk-Horror Trope, wird dann aber zum okkulten Horror eher, mietet sich ein Landhaus und engagiert einen Okkultisten, der mit ihr zusammen dieses von Aleister Crowley ersonnene Telema-Ritual durchführen soll. Dieser Okkultist, der Film fängt so ein bisschen zwiespältig an, ist eine seltsame Erscheinung, weil man stellt sich jetzt so einen Typen mit so einer Robe vor und ne, wie man sich das halt so vorstellt, das ist dann halt so ein dicker, ungepflegter Pub-Engländer, sage ich jetzt mal, ja. Der sich verhält. Und man denkt halt erst, das ist ein Scharlatan, das ist ein Betrüger. Sie gehen zusammen in dieses Landhaus und wir erfahren dann, dass dieses Ritual sich über Wochen und Monate mit riesig großen Entbehrungen ziehen wird. Um es kurz zu machen, sie geht dieses Ritual mit ihm ein. Das besteht aus relativ alltäglichen Sachen wie tagelang nichts essen, nichts trinken, solche Geschichten eben. Und wird immer für sie extremer natürlich. Und wir sind immer hin und her gezogen zwischen der Vorstellung, ist dieser Typ wirklich ein Scharlatan? Irgendwann vergeht er sich auch sexuell ein bisschen an ihr, weil er meint, das ist Teil des Rituals. Oder meint er es ernst? Und da gibt es so eine Schlüsselszene in der Mitte, die ich sehr faszinierend finde. Als sie meint, wann fängt es denn endlich an? Nach 3 Monaten, wann geht es denn endlich los? Also der Sinn des Rituals soll übrigens sein, dass sie ihr Kind noch einmal im Jenseits sehen kann und sich von ihm verabschieden kann. Und er sagt, es hat schon begonnen. Und dann ist dann erstmal Stille und dann fliegt plötzlich ein Vogel gegen das Fenster, Minuten später. Und er sagt, siehst du, es hat begonnen. Und so sind wir halt immer hin und her gezogen. Ja. Das Ende, wir dürfen hier spoilern. Ja. Lässt uns trotzdem im Unklaren, ob diese Vorstellung, die sie am Ende entwickelt, da kommen plötzlich Dämonen und jagen sie, aber nur sehr kurz. Es hat kaum Horror, der Film. Und am Ende erscheint ein großer goldener Engel, der ihr dann den Weg quasi ebnet, nochmal mit ihrem Sohn zu sprechen. Wir wissen allerdings nie, ist es jetzt das Ergebnis dieser, glaube ich, 6-monatigen kompletten psychischen Entbehrung oder ist es tatsächlich echt? Ja. Und ja, und Crowley selbst hat dieses Ritual ja immer propagiert. Meines Wissens hat er es nie bis zum Ende durchgeführt. Und dieser Film tut das eben. Ja. Sehr interessant und sehr, sehr guter Okkult-Horrorfilm eigentlich. Hat mich vor allem deswegen, weil ich den Eindruck habe, dass, so wie du das darstellst, Aleister Crowley
hier nicht so ganz, sag ich mal, als Vulgär-Satanist dargestellt wird, als der sich ja meinem Dafürhalten ja nie verstanden hat, sondern eher dann wirklich als hermetischer Magier. Ne? So klingt das für mich. Ja, wobei Crowley gar nicht vorkommt und ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt erwähnt wird. Das ist okay. Halt so das Wissen, das muss man sich dann halt anlesen dadurch. Das Ritual wird erwähnt und das Ritual wird einfach so durchgeführt. Sie interessiert sich auch gar nicht groß für Okkultismus, sondern lässt diesen Mann eben einfach machen. Ja, und ja. Spannend. Ja, ich habe mal gerade gesehen, eine Rotten Tomatoes Wertung von 90%, das klingt sehr gut. Hat eine 7,2 von 10. Das klingt doch nett. Gibt es wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur auf Englisch, so wie ich das hier sehe, ne? Ja. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich glaube, es gibt eine deutsche DVD, glaube ich doch. Aber guck mal, wieder ein Tipp mehr und spielt, wie ich hier sehe, oder wurde gedreht in Ireland und im UK. Ich hatte das mal mit Dr. Mark Schmidt, der ist Anglist, besprochen, dass die Anzahl der Horrorfilme aus, oder der Folk-Horrorfilme aus Irland sehr gering ist. Und wir hatten das damals auf diesen in England stärkeren oder in Britannien stärkeren Stadt-Land-Unterschied rausgearbeitet, während das in Irland, vielleicht weißt du es nicht, ich bin ein Riesen-Irland-Fan, hatte mal mit dem Auswandern geliebäugelt. In Irland ist ja das ländliche Stück weit Teil des Selbstverständnisses der Iren, während das in Großbritannien ja schwankt, ne, wie man sich da so sieht. Gut, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, warum nicht so viel Folk-Horror entsteht, obwohl sie ja die Mythen haben und alles, die das begünstigen würden. Ja, ja, total. Genau. Ja, das ist eigentlich eine gute These, die er da hat. Also ich kenne den Marc Schmidt ja auch, wir haben schon zusammengearbeitet. Ah! Folk-Horror auch, ja. Okay. Und du, dann kommen wir doch mal zu England und Engländern. Das ist eine sehr holprige Überleitung, da fällt keine bessere ein. Ben Wheatley ist, glaube ich, in fast jeder Folge hier gedroppt worden. Beschreib mal, wie bist du denn zu Ben Wheatley gekommen? Ja, ganz einfach durch Folk-Horror-Recherche im Sinne von ganz am Anfang, als ich damit angefangen habe, als ich ein paar Filme gesehen hatte, war natürlich klar Wicker Man, was man eben so kennt und dann eben Midsommar im Kino, glaube ich. Das hat mich dann eben dazu gebracht, das ist eigentlich ein interessantes Genre, das sollte man mal ein bisschen verfolgen, da gibt es ja noch ein bisschen mehr und da kam ich ziemlich schnell auf Kill List, diesen Film von Ben Wheatley, den du mal gemailt hast, ja gar nicht so gut findest. Der hat mich allerdings mich jetzt wirklich absolut fasziniert, ist immer noch unter den Folk-Horror-Filmen wahrscheinlich mein Favorit, weil ich ihn so, ja, eigentlich so absolut nihilistisch irgendwie finde, ja, so absolut konsequent auch. Und dieses mit diesem eigentlich furchtbar schrecklichen Ende, ja, und dieser Konsequenz, mit der er das durchzieht und dadurch eben diese, ja, amateurhaft wirkenden, sage ich jetzt mal, Schnitte, Bilder, es wirkt ja alles immer so ein bisschen improvisiert, auch improvisiert geschauspielert. Und das haben wir dann ja auch bei Sightseers, ne, und auch bei jetzt bei In the Earth, über den wir sicher noch sprechen werden, dass das alles so ein bisschen billig wirkt, ja. Und aber wenn man sieht, dass er gleichzeitig diese Mainstream-Produktionen dreht, ne, also wie diesen Netflix-Remake von Rebecca und jetzt, den ich gar nicht mehr angeguckt habe, The Mac Teil 2. Immer, er kann es ja schon irgendwo, ne? Mhm. Aber das hat mich schon sehr fasziniert. Und so bin ich auf Wheatley gekommen, Kill List, und habe mir dann erstmal seine anderen Folk-Horror-Filme angeschaut, also jetzt Sightseers und Field in England. Mit Sightseers kann ich persönlich wenig anfangen. Field in England finde ich faszinierend, aber seltsam. Ja, und so kam das dann. Vielleicht gehen wir die dann mal doch auch einzeln durch, auch wenn ich natürlich nicht erwarte, dass du mir jetzt erklärst im Detail, was Ben Wheatley womit meinte, weil das ist ja dann Ben Wheatley, die Frage, die an Ben Wheatley zu stellen wäre. Kill List, habe ich dir ja schon gemailt, hat mich nicht überzeugt. Meine Frau hat mich danach, ich glaube, von der Couch schubsen wollen. Sie hat es nicht getan, aber ich glaube, schubsen wollen. Weil wir beide folgenden Eindruck hatten. Also Kill List fängt ja an mit diesen beiden
Ja, Hitmen, also so zwei Killer, würde ich sagen, ne, die halt das machen, was Killer halt so tun, nämlich Menschen töten. Und dann kriegen die beiden ja so eine Liste, wen sie da töten sollen. Und relativ früh malt dann schon die, ich glaube, die Frau ist das, des anderen Killers, ja, an die Rückseite eines Spiegels, so ein typisches Folkhorror-Symbol, würde ich sagen. Und das hatte uns beide total, meine Frau und ich. Und dann ging es auch so weiter. Dann fängt er da an, diese Leute zu töten, diesen Pädophilen, diesen Pfarrer. Und das ist so ganz seltsam, weil die danken ihm dann auch immer wieder dafür. Und du fragst dich, okay, was ist da los? Was ist da los? Und dann sollen sie ja diesen, ich weiß gar nicht, ob es gesagt, ich glaube, es wird gesagt, dass es ein Politiker ist, ein recht hoher, ne, der in Ja, so ein House of Lords-Typ, ja, Ja, glaube ich, ist das. genau. Der dann so einem Herrenhaus so klischeehaft wohnt und dann lauern die da im Wald und auf einmal kommt da so eine Prozession von so eine pagane, würde ich sagen, Prozession entlang mit so Fackeln und so komischen Strohmasken. Auch da war ich noch drin. Und ab da wurde es in meiner Welt einfach irre und unlogisch. Also auf einmal sind da alle, die er kennt und sind böse und dann werden da irgendwie Menschen getötet und er muss dann kämpfen und tatsächlich das Ende ist echt übel. Er rallt dann, dass er, da war der Bucklige oder doch, der hieß, glaube ich, der Bucklige. Ja. Genau, und der hatte halt, wie der Name nahelegt, einen Buckel. Und er sticht dann irgendwann auf diesen Buckel ein und dann sieht man am Ende, wie dieser Mantel vom Buckel fällt und man sieht, dass er seinen eigenen Sohn erstochen hat. Ich muss sagen, die Szene hat mich wirklich mitgenommen. Keine Ahnung, ob weil ich Familienvater bin oder vielleicht ist das auch ganz normale Empathie, die da bei mir durchschlug. So, das mein Problem mit dem Film war, er hat zu viel offen gelassen und das war mir zu plakativ. Also das war so dieses fast schon schreiende, guck mal, wie mysteriös ich am Ende bin. Und ich erkläre euch das alles gar nicht. Ich bleibe mysteriös. Und das hat mich gestört. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich denke mal, da ist vielleicht so ein unterschiedlicher Zugang, den Leute halt auch zu sowas haben. Also das fand ich auch das Gute, dass ich das nicht erklärt bekomme. Ja, es fällt ja immer diese Phrase, was da wohl in Kiew passiert ist. Oder Ja. beziehungsweise erinnere dich, was in Kiew passiert ist. Und dann sagt ja einmal der eine zum anderen Killer und der andere sagt immer, ja, okay. Ne? Und wir wissen ja nie, was in Kiew passiert ist. Wir wissen nicht, warum die diesen Auftrag kriegen. Wir erfahren ja auch erst im zweiten Drittel des Films, dass sie Killer sind. Ja, am Anfang ist es ja eigentlich, das ist ja so eigentlich strukturiert, was ja auch, ne, Wheatley sieht sich ja auch nicht als Horrorregisseur im Sinne. Erst ist es so ein typisches Kitchen-Sink-Drama, sage ich mal, so ein britisches, ne, so ein bisschen etwas ärmere Familie, die dann halt irgendwie so Streitigkeiten hat und dann saufen die da abends mit dem anderen Pärchen und wie auch immer. Dann wird es eben zum Tarantino-mäßigen Hitman-Film. Also den zweiten Teil, den finde ich auch nicht so faszinierend jetzt. Da wird es auch sehr brutal. Da stechen die dem ja, diesem einen Pfarrer ist es, glaube ich, dann in den Oberschenkel und foltern den da und so weiter. Und dann kommt eben das von dir sehr gut beschriebene, ne, letzte Teil, wo es dann erst zum Folkhorror eigentlich wird. Davor haben wir eigentlich nur das Symbol und dazwischen eigentlich nicht viel. Ja, also was Folkhorror-mäßig funktioniert und dann eben mit dieser Szene, die ja, und das finde ich ja so faszinierend an dem Film, wie ganz viel, wenn man sich es genau anguckt, antizipiert wird durch diesen Schwertkampf, den er mit seinem Sohn in dem ersten Teil macht. Und im ersten Teil sehen wir ihn mit so Gummischwertern, und dann schlägt er so auf seinen Sohn mit dem gummispielenden Ritter ein. Und genau das tut er ja in der letzten Szene, wenn er ihn ersticht. Und insofern würde ich sagen, sowas gibt es sehr viel in dem Film, dass Bilder auf eine harmlose Art antizipiert werden, die später eben sehr brutal werden. Und ich glaube, dass es natürlich auch eine Spielerei ist, ja, mit Bildern und mit Sequenzen und auch diese Pausen zwischen den Tafeln und so weiter, also zwischen den Bordtafeln, die Sequenzen ankündigen und so weiter, die das ja auch so ein bisschen 70er-Jahre-Bezug, da hat man das ja gerne mal gemacht im Film. Also genau das alles, wie das alles zusammenkommt, finde ich total faszinierend. Und ich finde diese Szene, die du auch schon beschrieben hast,
wo die das ist übrigens die neue Freundin von dem anderen Killer, also die kennen sich kaum, weil sie reden ja später drüber, wo hast du die aufgegabelt? Und dann sagt er, ja, die kenne ich jetzt seit einer Woche und so, die steht total auf mich und naja. Und die ist es ja, die wir da plötzlich ins Klo gehen sehen und dann dieses Zeichen da drauf malt. Das heißt, kann man dann so sehen, sie macht ihn in dem Moment, markiert sie ihn, also diesen Hauptdarsteller, als Auserwählten. Und das ist ja genau das, was am Ende passieren wird. Er muss beweisen, dass er der Auserwählte ist, also ob das jetzt der Antichrist ist oder was da auch immer vor sich geht, wir wissen es ja nicht. Und das tut er dann eben, indem er das ultimative Opfer bringt. Und man sagt sich so in Kritiken oder in der Forschung zum Film, dass er das natürlich alles unterbewusst weiß, was er da tut. Ja, also dass er auch weiß, dass er sein Kind plötzlich opfert in dem Moment. Und es gibt dann ja auch diese Diskrepanz, tötet er die Frau auch oder nicht? Ich sage nein. Also ich sage, sie überlebt am Ende und er sticht das Kind. Aber es gibt aber auch Kritiker, die sagen, er hat halt vorsätzlich erstmal die Frau getötet, weil er sie auch erkannt hat und so weiter. Und steckt die Frau auch mit drin oder nicht? Ne, man weiß es halt nicht so genau. Also ich finde halt dieses ganze Mysteriöse, finde ich da sehr, sehr spannend. Und genau das hat mich eben angezogen, ne, weil wir genau nicht wissen, wo kommt das alles her? Was sind das für Typen? Ne? Was wollen die von uns? Warum töten die da irgendwelche Leute? Und das ja bleibt dann eben offen. Wobei ich dir recht geben muss, die Sequenz mit dieser Paganprozession, was auch immer das war, die sie dann anfangen zu jagen, als sie erblicken, also diese beiden Killer, die sie anschauen, das war so ein bisschen albern. Ja, also da weiß man auch nicht so genau, was das soll. Wobei natürlich später finde ich dann schon, wenn er man dann sich überlegt, er ist dann der Auserwählte und so weiter und sie wollen ja auch nur ihn für diese Rolle, dann finde ich, macht das auch wieder halbwegs Sinn. Spannend. Das ist interessant. Jetzt wenn man das so denkt, dass er der Auserwählte ist, ergibt das alles nochmal anders Sinn. Für mich war das so, dass er eigentlich das Opfer ist. Dass das große Opfer ist. Und deswegen wird ihm auch quasi gedankt immer wieder. So nach dem Motto, du nimmst diese Sünden auf dich. Vielleicht bin ich da auch zu römisch-katholisch erzogen. Aber das war so das, wo ich dachte, okay, er ist dann jetzt derjenige, der alle Sünden auf sich nimmt und auch nicht moralisch einwandfrei ist. Und deswegen wird ihm quasi so als derjenige, der das reinigt, gedankt. Aber okay, ja, okay, vielleicht. Ich merke gerade, ich habe wieder mein Ben Wheatley-Problem. Wenn ich drüber rede, hört sich das voll cool an. Aber dasselbe Problem und noch mehr. Sightseers kenne ich nicht, da musst du mir gleich helfen. Aber Field in England. Wir haben hier wirklich, ich glaube, 4, 5, 6 Interviewpartner gesagt, was für ein geiler Film das ist. Und ich war dann in Berlin in einem Hotelzimmer und hatte einfach viel Zeit und habe mir gedacht, boah, jetzt guckst du mal ganz in Ruhe und mit Aufmerksamkeit Field in England. Und ich war, ich glaube, positiv gesagt, der Film hat es geschafft, mich sehr zu verstören. Ja. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das ist in meiner Wahrnehmung Kunst für Filmkritiker und Forschende, aber nicht unbedingt ein Film, den man abends auf der Couch guckt. Nee, auf jeden Fall. Würde ich genauso sehen. Also hatte ich ja auch schon erwähnt, ist jetzt auch kein Film für mich gewesen, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt haben. Es ist ein ästhetisch sehr anregender Film mit sehr viel surrealen Bildern. Ich denke mal, das ist so eine Sache des Bilderrauschs, ne? Auf den man sich einfach einlassen kann und soll und vielleicht auch im Kino einlassen sollte. Ich habe ihn auch nur auf Video gesehen. Vielleicht ist das im Kino nochmal ein anderes Erlebnis. Ich finde erst zum Teil, diese ganzen mysteriösen Sequenzen, dass sie am Ende dann halt wieder auftauchen, wo sie am Anfang waren, aber als Geister, ja, möglicherweise. Das fand ich alles ganz, ganz, ganz spannend, aber tatsächlich ich habe mir da jetzt auch nicht so groß die Mühe gemacht, mir da so eine Logik zu erschließen. Was ich allerdings sagen muss, was ich an diesem Film, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema heute, was ich an dem Film besonders faszinierend oder sehr faszinierend finde, ist diese Vorstellung von diesem riesengroßen, eigentlich unendlichen Feld, durch das aber offen ist. Ja, es ist ja kein Labyrinth, wir haben keine Bäume, wir haben gar nichts. Wir haben ein offenes Feld, durch das sie trotzdem irren. Ja, und sich vielleicht, ja, das weiß man jetzt halt nicht, durch Halluzinogene oder
Zeitverschiebungen oder was da auch immer vor sich geht, war mir dann aber auch irgendwann egal. Aber sie irren halt durch dieses Feld, als wäre es ein Labyrinth, aber es ist ein offenes Feld. Und das fand ich eine sehr, sehr faszinierende Vorstellung. So einen offenen Raum, keinen Ausgang mehr zu finden. Diese Typen sagen ja ständig, der eine sagt ja ständig, wir können nur dahin gehen, wo jetzt ein Pub kommt. Es muss doch mal ein Pub kommen. Warum soll da ein Pub kommen? Ja? Aber dieses Feld hört halt nie auf. Und das wird dann ja nochmal potenziert dadurch, dass sie am Ende höchstwahrscheinlich tot sind und natürlich dann erst recht gefangen sind in diesem Feld. Und vielleicht sind sie es auch schon die ganze Zeit. Also diese Idee fand ich sehr, sehr faszinierend und fand ich auch sehr Folk-Horror-technisch interessant. Also auf jeden Fall. Ich meine auch die Zeit, das spielt ja während des englischen Bürgerkriegs. Ne? Ja. Das fand ich natürlich sehr Folk-Horror-esque oder das ist Folk-Horror. Da musste ich halt tatsächlich auch so an Witchfinder General denken, auch so mit dem Ausmaß du sagtest es gerade bei Killist, an nihilistischer Gewalt, die da einfach ausgeübt wird. Wir werden ja auch noch auf In the Earth kommen. Da musste ich so ein bisschen dran denken, was so dieses Thema Pilze angeht. Das scheint irgendwie Ben Wheatley zu beschäftigen, so was Pilze mit einem machen können. Für mich einige Szenen, da habe ich mir gedacht, boah, Alter, du hättest die nach einem Drittel einfach schneiden können. Also es gibt diese Szene, da steht dieser Typ vor dem Baum und öffnet so die Arme und das Ganze wird sehr psychedelisch. Und ich dachte mir dann so nach einer Minute, ich habe diese Szene verstanden. Und dann geht diese Szene noch mal 2 Minuten weiter. Aber was mich interessiert, es gibt eine Szene, die hat mich total verstört. Und ich habe für mich keine Deutung gefunden, was da passiert ist. Es gibt da diese Szene, wo dieser Chef, dieser, weiß gar nicht, was der ist, dieser der auf einmal auftaucht und allen die Kommandos gibt. Ja, so der selbsternannte Anführer eigentlich. Ja, genau. Der geht dann mit dem einen in so ein Zelt. Und dann kommt er am Ende wie so ein Hund an der Leine raus, wie so ein Trüffelschwein vielleicht. Aber bevor er das macht, wird im Zelt unfassbar geschrien. Es schreit alles nach Misshandlung. Und ich habe mich die ganze Zeit, oder ich frage mich immer noch, was ist da passiert? Ich weiß gar nicht, warum in meinem Kopf ist da eine Vergewaltigung abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, warum das in meinem Kopf so ist. Was war da? Hast du da einen Gedanken zu gehabt, was da passiert ist in diesem Zelt? Das ist ja nicht die einzige Szene, wo man sich sowas fragt. ich weiß nicht, ich habe mal was dazu gelesen auch. War das nicht sogar bei Mark Schmidt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich meine, dass der Film eben auf vielen Zeitebenen gleichzeitig spielt. Und das heißt, dass das natürlich wiederum eine Erinnerung ist an irgendeine ganz andere Geschichte, die da vielleicht in diesem Zelt, nicht Erinnerung, aber eine andere Zeitebene, die da eben stattfindet, während die da drin sind. Es ist ja, ich finde, eine ganz andere Szene, die passt da auch rein und die haben ja diesen, ich glaube, die haben den auch daher, den Anführer. Ich konnte die nicht so auseinanderhalten, diese Figuren, das war mal, weil die alle gleich aussehen. Ja. Die ziehen ja dann irgendwann an so einem Seil zusammen. Ja. Das, wo man aber gar nicht weiß, wo das Seil überhaupt herkommt. Und plötzlich steht dann dieser Typ da, den sie dann halt irgendwo rausgezogen haben, aber nicht von einem Ort, sondern offensichtlich aus der Zeit oder sowas. Und diese Szene, da dachte ich schon, ich wäre eingeschlafen bei dem Film und hätte irgendwas verpasst, ne, und habe dann mal zurückgespult. Aber sie ziehen ihn ja quasi wirklich mit einem Seil, das eigentlich auf dem Boden lag, ziehen sie ihn dann plötzlich in die Handlung rein. Das sind lauter so Szenen, wo man sich halt fragt, was soll das? Aber wie gesagt, ich finde das halt mal faszinierend anzugucken, ohne mir da jetzt groß was draus zu erschließen. Diese Szene, das muss ich mal ganz kurz erklären, da habe ich eine eindeutige Deutung für mich gefunden, was passiert ist. Ich hoffe, ich kann das in Worte fassen. Ich habe das noch nie erzählt. Also, die ziehen da ja. Und ich glaube, die ziehen gegen sich selbst. Auf dem einen Ende sind sie und auf dem anderen auch, je nach anderer Zeitebene. Und auf einmal wird denen das quasi gewahr und sie ziehen diesen Typen aus der Handlung quasi in die Handlung, damit die Zeit weiterlaufen kann. Ja, das ist eine, ja, das. Aber gut, ja, das klingt gut. Ja, weil in der anderen Zeitebene schon da war. Ja. Genau, ja. Das war so mein Gedankengang. Und dann geht halt die Zeitlinie wieder weiter.
Wobei sich Wheatley anders als in so moderneren oder in anderen modernen Zeitreisesachen, sage ich mal, sowas wie Dark oder so, oder Bodies, was ich total wunderbar fand auf Netflix, er stört sich aber auch nicht über Gebühr an Logik bei dem Ganzen. Nee. Das ist schon so eine eigene Logik. Das kann man nicht Ja. sagen. Übrigens, apropos Zeitsachen, hast du Im hohen Gras gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Auf Kann ich Netflix. Ja. Wirklich, genau, ist Netflix, ist eine, basiert voll auf einer Stephen King-Kurzgeschichte. Und wie wir das bei Stephen King gewohnt sind, sieht das alles nach Maisfeld aus, aber es ist kein Mais. Und die Leute gehen da rein und ja, den kann ich empfehlen. Da geht es dann auch kreuz und quer in der Zeit. Allerdings macht King sich das auch nicht über Gebühr schwer, weil am Ende entsteht eigentlich ein Paradoxon, dass dadurch, dass die Leute nicht ins Feld gehen, eigentlich die ganze Geschichte nicht passiert wäre und damit auch niemand sie gewarnt hätte. Aber das interessiert King jetzt nicht über Gebühr. Aber Folkhorror-Aspekt, ganz spannend. In der Mitte dieses Feldes, das eben so eine Zeitfalle quasi ist für Menschen, steht dann ein Obelisk mit heidnischen Symbolen und auf einmal kommt so dieser Folkhorror-Aspekt, da hat er mir aber gefallen, auch auf einmal so Menschen mit so Stroh- oder Grasmasken oder Grasgesichtern, dann einer der Protagonisten nähert sich diesem Obelisken, berührt den, der Boden rutscht weg und unten, da musste ich wieder an Stephen Kings Lovecraft-Spaß denken, sind halt ganz viele Wesenheiten, die nach dem neugeborenen Kind greifen. Kann ich empfehlen, ist kurzweilig mit schönen Schockeffekten und ja, typisch Stephen King-Zeichnung, alle Menschen sind scheiße zu allen Menschen. Das fand ich, ja, genau. Also, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, kann ich ihn empfehlen. Sightseers. Sightseers? Wie Ja, spricht man das aus? Sightseers, ja genau. Habe ich nicht gesehen. Worum geht's? Ja, das ist eher so eine Komödie, schwarze Komödie, wie man so schön sagt. Da geht es darum, dass ein Pärchen mit einem Wohnmobil in Großbritannien eben Urlaub macht, so rumfährt, so zu irgendwelchen Top-Attraktionen in der Natur. Die sind so beide so ein bisschen so Unterschicht. Und sind auch nicht die Schlausten. Und die fahren da eben durch die Gegend und irgendwie durch Versehen, ich weiß gar nicht mehr, wie es losgetriggert wird, bringen sie jemanden um, überfahren sie jemanden mit dem. Also es gibt einen Streit, genau. Der Typ ist ziemlich aggressiv und es gibt dann so einen Streit mit so einem anderen Touristen und den fährt er dann so halb absichtlich, halb unabsichtlich im Rückwärtsgang mit dem Wohnmobil um. Und der stirbt dann halt. Dann denkt man so: Oh Gott, oh Gott. Und was machen sie jetzt? Entweder sie kümmern sich drum oder sie flüchten halt so, ne? Aber nein, sie gewinnen jetzt Spaß daran, vor allem der Typ, irgendwie einfach random irgendwelche Leute umzubringen Okay. auf diesen Reisen, die sie halt nerven. Ja. Das ist auf der einen Seite immer ganz lustig, weil das dann halt immer irgendwelche Touristen sind, die ja halt auch wirklich nervig sind. Ja. Und die werden dann halt auch immer auf immer brutalere Weise umgebracht und ja, irgendwann flirtet dann irgendein Typ auch mit der Frau und dann bringt er halt den um und es steigern sich dann halt auch beide irgendwie rein. Gut, und am Ende wollen sie dann Doppelselbstmord begehen, aber sie lässt dann ihn alleine springen. Das ist dann nochmal der Schlussgag, dass sie Okay. einfach nicht mitspringt. Oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr. Also mir hat der Film überhaupt nicht gefallen. Folk Ah, Horror, okay. würde ich jetzt persönlich sagen, ist da nicht drin, aber Ja. er wird halt immer wieder dazu gezählt, weil er halt irgendwie quasi in diesen Landschaften, in diesem kulturellen Erbe, dieses kulturelle Erbe hervorheben, auch in diesen Sightseeing, Oasen da quasi spielt, wo das Ganze dann stattfindet. Also wie die Brutalität quasi plötzlich in diese ruhigen, friedlichen Landschaften reinkommt. Soll so dieser Folk-Horror-Aspekt sein. Aber ich mag eh keine Komödien und erst recht keine Schwarzen. Und also mir hat der Film gar nichts gesagt. Ja. Klingt so ein bisschen aber auch so nach Tarantino-esque. Ja, kann man sagen. Natürlich dann halt wieder so, wie bei Weekly das halt so ist. Also klingt eher so ein bisschen billiger gemacht, ne? Und komische Schauspielleistungen, wenig Musik, sondern eher halt so, die Protagonisten reden halt so irgendwie ins Leere hinein und das Ganze dann halt so B-Movie-mäßig inszeniert. Aber ja, es ist natürlich schon Gewalt, über die man eben ein bisschen auch
schmunzeln soll. Ja, und man sich selbst dabei ertappt, boah, was ist das für ein nerviger Typ? Und dann kriegt er halt einfach irgendwie eins mit dem Stein übergebraten. Und ja, ist jetzt nichts Besonderes, finde ich. Und jetzt stellt sich dann für mich so die Frage, wie, du hast ja eine Monographie geschrieben über Ben Wheatley, so verstehe ich Ja, das. es ist ein Sammelband, also es ist ein Sammelband. Wieso eigentlich? Also was hat für dich, also du bist Herausgeber, das sehe ich aber schon richtig. Genau, ich hab den herausgegeben in so einer Reihe eben bei Text und Kritik, wo man sich eben mit Regisseuren beschäftigt. Ich weiß nicht, ich hatte einfach Interesse, mich seinem Werk dann eben mal zu widmen. Also ich war aber an diesem Folk-Horror-Buch gearbeitet, hatte auch gerade das ein oder andere Wheatley-Kapitel geschrieben, hatte dann, das sind ja immer so Verwicklungen, hatte dann irgendwie bei Text und Kritik einen literarischen Band gemacht gerade, hatte deshalb gerade die Kontakte auch und war noch ein bisschen in Verhandlungen, ob man noch was Projekt zusammen macht und so. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich würde mal gerne irgendwie was zu Film wieder machen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht Ben Wheatley sich angucken, noch seine anderen Filme irgendwie mit reinnehmen und dann halt ein paar Leute suchen und es dann wirklich so anzugehen, dass zu jedem Film einer was schreibt. Ja, das macht man normalerweise nicht in dieser Reihe. Ich will das mal haben. Es gibt nichts zu Wheatley im deutschsprachigen. Es gibt auch eigentlich nur ein E-Book im englischsprachigen Raum, das mal vor 10, 12 Jahren rauskam. Sonst gibt es eigentlich oder gab es zumindest zu diesem Zeitpunkt nichts zu diesem Regisseur. Und dann dachte ich, das ist eigentlich ein guter Moment, das zu machen. Und wenn viele Leute bestätigt haben, das ist sehr seltsam, dass die dazu gesagt haben, weil normal machen sie das nicht, so unbekanntere Regisseure und so weiter. Also das war eigentlich ein Glücksfall, dass das stattfinden konnte. Ja, Ja. und gab es da irgendwie so eine Klammer, ein Ergebnis? Also gab es irgendwie, wie soll ich das sagen, eine Erkenntnis zu Ben Wheatley? Oder ich Naja gut, wir haben halt uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, gerade wenn man ihn anhand seiner ganzen Filme einzeln, also die Filme einzeln vorstellt, dann findet man schon irgendwie dieses Genre-Hopping, was ja in Kill List allein schon in einem Film, ne, drei Genres reingepackt, statt Film, was ja super interessant eigentlich ist. Also ich zum Beispiel kann mit allen Wheatley-Filmen, die kein Folk-Horror sind, überhaupt nichts anfangen. Ja, also ich habe diesen High-Rise, der immer sehr so hoch gelobt wurde, diese Ballad-Verfilmung. Ich finde den Film schrecklich. Ich kann mir den gar nicht angucken. Todlangweilig. Wo ich das Buch sehr mag. Aber alle finden ihn toll. Und ich meine, diese Rebecca-Verfilmung, das ist ganz ordentlich und auch technisch sehr gelungen. Aber wäre jetzt auch nicht das Genre, was ich mir angucken würde. Oder diese Krimi-Komödien, die er dann noch am Anfang Tarantino-mäßig gemacht hat. Also, das ist alles nicht so mein Ding. Ja, deswegen finde ich es ganz interessant, wie man das dann eben, wie jemand trotzdem so Ja. verschiedene Filme machen kann. Ja. Jetzt muss ich die ganze Zeit überlegen, ist Rebecca nicht auch ein Buch von Stephen King? Oder Nee, bin ich. also das ist jetzt der Hitchcock-Film, also dieser Hitchcock-Klassiker aus den Ah, 50ern, 60ern, Hitchcock. Ja, genau. den er quasi umgedeutet hat, also durch leichte Perspektivwechsel die Geschichte etwas anders erzählt hat. Also eigentlich ganz interessantes Projekt, sehr konservativ gefilmt, auch so, ne, in so einem Stil der 50er, 60er Jahre. Erzählt auch, also schon interessant, so als Gegenpol jetzt zum Beispiel gerade zu Kill List, wie du ja selber oder für den Ding, wie du selbst gesagt hast, wo er eher dieses, naja, ich mach das jetzt mal, weil ich kann es halt das mal machen und das ist offen, ob es Sinn gibt oder nicht. Ne? Und bei Rebecca stimmt dann halt alles, so jedes Detail. Dann werde ich mir den noch mal anschauen. Ich glaube, da kriege ich auch meine Frau motiviert, weil wir hatten so eine Phase, das ist übrigens auch schon wieder 10 Jahre, da haben wir wirklich versucht, alle Hitchcock-Filme zu gucken. Das war ein sehr hehres Ansinnen, das wir nicht umgesetzt haben. Ich glaube, wir haben irgendwie so um die 20, 30 gesehen. Hitchcock hat ja, wurde mir dann erst klar, unfassbar viele Filme gedreht. Ja. Gerade, wir haben auch diese Propagandafilme, da haben wir, glaube ich, einen von gesehen im Zweiten Weltkrieg. Aber Hitchcock auf jeden Fall für mich ein klar, trivial, was ich sage, aber natürlich Meister des Suspense. Und ich mag diese starken, zynischen Frauen und diese bösen Dialoge zwischen Männlein und Weiblein, wo ich mich immer frage, waren die zu der Zeit herausstechend oder waren diese Zeiten
vielleicht gar nicht so krass patriarchal, nur wie wir das sehen. Weiß nicht, aber auf jeden Fall finde ich das toll bei Hitchcock, dieses sich die Wörter zu, die Sätze zuspielen, ne? So. Ja. Genau, aber du hast mich hingewiesen auf einen neueren Ben Wheatley, In the Earth heißt der. Sollte man Englisch nicht gut hörbar gewesen sein, In der Erde oder In die Erde, da können wir genau gleich drauf schauen, In the Earth. Es gibt, wenn ich es richtig gesehen habe, keinen deutschen Verleih, zumindest habe ich keinen gefunden und mir den Film als Blu-ray geholt und extra für diesen Film und für die Doku Woodlands Dark und Days Bewitched einen neuen Fernseher geholt, damit ich meine PlayStation 3 daran anschließen kann. Genau. Erzähl uns gerne mal von In the Earth. Witzige Anekdote wegen dem deutschen Verleih. Das war ein Riesending, deswegen kam das Weekly-Buch auch Monate später. Ich wollte unbedingt den Standing Stone mit dem Loch, der so aus dem Film, der so praktisch die obere Instanz des Ganzen ist, die mysteriöse, den wollte ich unbedingt auf dem Buchcover haben. Und es war unmöglich, also es gab keinen deutschen Verleih, das hat sich ziemlich schnell rausgestellt, obwohl der Film eigentlich ins Kino kommen sollte. Es ist so eine Corona-Geschichte gewesen, was ja auch für den Film wichtig ist. Egal, auf jeden Fall war aber auch in England niemand auszumachen, der mich irgendwie, ich war sogar irgendwann mit der Schweiz in Kontakt. Irgendwann wusste man gar nicht mehr, wer hat diesen Film überhaupt, wer hat überhaupt die Rechte an diesen Bildern? Ja, darum ging es ja. Okay. Am Ende war es dann so, dass wir tatsächlich, also mit dem Verlag, zumindest auf der britischen Verleihseite hatten die drei Pressebilder drauf und da war der Stein leider nicht dabei. Und dann mussten wir eins von denen nehmen, weil das Einzige ist, mit dem man dann halt durchkommt, wenn man irgendwo eine Antwort kriegt, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Ja, weil Pressebild ist ja erlaubt. Und deswegen ist da jetzt nicht der Stein drauf, sondern der Axtmörder. Der ist zwar auch ganz nett, aber ja, das war zeigt eigentlich, das war so eine Corona-Geschichte, dass der Film ja nie einen deutschen Verleih bekommen hat, weil zu der Zeit ging man halt auch nicht ins Kino oder durfte nicht ins Kino gehen. Und es war eigentlich angedacht für Mai, ich glaube 21, dass er ins Kino kommt. Aber das ist dann halt nie passiert. Und in dem Zuge gab es dann auch offensichtlich nie einen Verleih für die DVD, ne? Und oder für die Blu-ray, die man sich dann halt eben aus England holen muss. Ja, gut, das war halt diese Phase. Deswegen ist der Film auch ziemlich untergegangen, leider. Aber der Film beschäftigt sich ja genau auch damit. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Genau, bevor wir zum Inhalt kommen, kann ich aber schon mal vorweg schicken, für mich persönlich war das der stärkste Ben Wheatley-Film, den ich gesehen habe. Der hatte mich. Der war auch filmisch erzählt. Ja, das stimmt nicht, weil die meisten Leute finden das eigentlich mit den Schwächsten. Echt? Wenn man mal diese Krimi-Komödien rausnimmt. Ja. Also ich habe nicht so viel Gutes gelesen darüber. Ach, erzähl uns. Ich mag den auch am liebsten, ja. Worum geht es in dem Film? Ah, das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer zusammenzufassen. Ich versuch's mal. Wir sehen am Anfang des Films einen Mann in eine Forschungsstation oder in einen Vorhof einer Forschungsstation im Wald irgendwo in England kommen. Alle tragen Masken, wie wir das damals, als der Film rauskam, ja alle getan haben. Aber die Masken, das fällt sofort auf, sind eher so schlampig getragen, so wo man sich dann immer denkt, ne? Muss dazu sagen, der Film kam halt wirklich dann raus in der Hochphase der Corona-Pandemie. Die tragen die Masken alle ganz schlampig. Und dann muss er auch irgendwie in er war irgendwie in Quarantäne, erfahren wir, 3 Monate, und muss dann sich so körperlichen Untersuchungen nochmal stellen. Und das wird auch alles ganz schlampig durchgeführt, wo man sich halt wundert, was soll das Ganze? Da geht's schon los. Und dann erfahren wir, er soll wohl in diesen Wald gehen, in diesen Wald fortschreiten, weil da ist eine Forscherin, die untersucht neuere Pilzsorten, die da aufgetaucht sind und deren Effekte. Und man redet von einer, ich weiß nicht, sagen die überhaupt Pandemie? Was sagen die denn? Ja, irgend sowas, ich weiß nicht mehr das genaue Wort, was benutzt wird. Ein Virus ist es oder eine Pandemie, ich weiß nicht mehr, was halt die Erde, was offensichtlich zu diesem Masken tragen, zu dieser Quarantäne geführt hat, aber es ist definitiv nicht Covid, es ist irgendwas anderes. Mhm. Das kriegt man mit.
er kriegt dann so eine Führerin, also so ein Ranger quasi beiseite gestellt und kriegt schon gesagt, der Wald ist gefährlich, da solltest du nicht alleine hin, und dann ist dann diese Führerin dabei. Und kurz bevor sie gehen, jetzt kommt das erste Folklore-Element, sieht er da so ein Bild an der Wand hängen, wo so ein altes, was sind das, Gemälde oder so eine Seidenstickerei, irgendwas Ja, in der ja. Richtung. Und da ist so ein Ritual abgebildet. Und dann fragt er irgendwie, und da sieht man halt Opferungen und einen komischen Gott und so einen Stein und, ne, was man da halt so drauf immer sieht. Und dann fragt er nochmal diesen Ranger, diese Rangerin, ja, was ist denn das? Und dann meint sie, ach, das ist wie nennt sich das, Ritual von Panak Fek. Das ist hier in der Gegend ein ganz bekannter Mythos. Da geht es darum, dass Leute geopfert werden dem Wald, dem Gott des Waldes, damit der dafür sorgt, dass halt irgendwie die Menschen weiterhin in Einklang mit der Natur leben und so weiter und so fort. Und dann meint sie aber noch so lachend, ja, das ist aber nur so ein altes Märchen, das man immer Kindern erzählt hat, damit sie nicht in den Wald rennen abends Ja, alleine, weil da der ja. Gott des Waldes herrscht, eine ganz böse Gestalt, die Leute opfert. So, dann geht er eben in den Wald mit ihr. Es wird immer beschwerlicher. Es ist ein Zweitagesmarsch zu dieser Forschungsstation. Er verletzt sich irgendwann am Fuß. Das ist schwere Verletzung. Kann nur noch humpeln und so weiter. Sie sehen dann irgendwann ein Zelt. Weil ihm, weil das fand ich auch, muss ich sagen, hat mich gehabt, ein schönes Motiv. Ihnen wurden ja die Schuhe geklaut. Genau, habe ich vergessen. So, die werden die Schuhe geklaut und auf einmal läuft sich jetzt keine Blase, liebe Zuhörer. Es ist wirklich dramatischer. Er wämst sich da irgendwas in den Fuß, meine ich, rein und muss dann aber weitergehen, weil die sind halt Wir sind gerade im mitten in der Wald. Strecke, genau, ja. So, ne? Genau, und das hatte ich vergessen. Sie haben vorher noch ein Zelt gesehen, wo offensichtlich eine Familie drin gewohnt hat oder drin gecampt hat, weil da noch Kindersachen sind, Kinderbücher, aber weit und breit keine Spur. Wir erfahren auch wieder, wie bei Killis, wir erfahren nicht so richtig, was los ist, aber wir erfahren, dass Leute auch in verbotener Weise im Wald wohnen, ja, hin und wieder wegen dieser Pandemie, weil man da irgendwie sicher ist. Auf jeden Fall werden sie überfallen nachts. Er kriegt die Schuhe geklaut. Wir sehen nicht genau von wem, von wie. Also wir sehen nur so komische, verwackelte Bilder. Die Schuhe sind weg. Er verletzt sich. Sie gehen weiter. Plötzlich kommt ein vermeintlicher Wohltäter, hilft ihnen, nimmt sie mit, verarztet den Fuß und so weiter und so fort. Ich mache es mal kurz. Der Wohltäter stellt sich als, ja, als gefährlicher Irrer, sage ich jetzt mal, heraus. So Horrorfilm, klassisch, Backwood-Horror, der sie eigentlich gefangen halten will, unter Drogen setzt und sie dann anscheinend irgendwie opfern will. Ja, er macht dann so komische Fotos, wo sie mit so Gewändern in komischen Positionen sind und die. Aber irgendwie ist der Typ nicht besonders. Wirkt der auf den Zuschauer nicht besonders angsteinflößend? Der wirkt eher einfach durchgeknallt und dämlich. Ja. Das ist schon mal der erste Effekt hier, dass wir halt diesen, na, man müsste ja eigentlich erschreckend sein, so ein Typ mitten im Wald, der dann irgendwie so ein rituelle Opferung offensichtlich durchführen wird, wie wir dann erfahren, dem Gott des Waldes eben, besagtem. Aber der ist irgendwie überhaupt nicht beängstigend, obwohl er natürlich irgendwie Waffe oder Messer und sonst was hat. Wir erfahren auf jeden Fall, dass dieser Typ offensichtlich dieses Ritual nachstellen will, um den Gott des Waldes zu besänftigen. Wir erfahren auch, ja, dann werden sie irgendwann gerettet, und zwar von einer Frau, die sich dann als diese Forscherin herausstellt, die sie eben eigentlich gesucht haben. Die macht komische Experimente mit Klang und Licht, ja, so stroboskopische Effekte mit lauten Drones im Wald. Wir erfahren, dass das die Art ist, wie sie irgendwie diese seltsamen Vorgehensweisen um diesen Virus erforschen will. Und dass dieser Typ anscheinend ihr Ex-Mann ist. Gut. Und dass die da irgendwie, dass ihr sich bewusst ist, dass er da rumhaust, und sie versucht dann, sie vertrauen sich ihr an. Irgendwann, ich mache sie wirklich jetzt mal ganz kurz, stellt sich heraus, dass die beiden zusammenarbeiten Ja, und ja. dieses Opferritual durchführen wollen mit den beiden. Es kommt dann zu Gemenge, Gekämpfen und so weiter und so fort. Und das Ende des Lieds ist, dass sagen wir mal, die Gefangenen sich durchsetzen und aus dem Wald wieder heraus können. Ja, während die anderen beiden entweder tot oder irgendwie dann verschollen sind. Das Wichtige hier dran ist, das Erstaunliche hier dran ist, dass was am Ende passiert, was wir dann halt daraus lesen können, ist, dass der Mann, also der sie dann gefangen genommen hat, die beiden,
dass der versucht, quasi mit der mit den Mitteln eben diesen archaischen Ritualen, diesen archaischen Ritual, versuchen, diesen Waldgott zu besänftigen, dahin durchzudringen, zu einer Lösung zu finden, was ist hier passiert, was ist mit diesen komischen Pilzen. Da gibt es auch eine ganz komische Szene, wo sie dann durch so einen Pilz... Nebel, Pilzkreis. Genau. Und die Frau versucht es mit reiner Wissenschaft. Ja, mit reiner Naturwissenschaft. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, vielleicht ergänzen wir uns denn, wenn du das jetzt mit diesem archaischen Kram und ich mit der Wissenschaft. Beide sind erfolglos letztlich. Und auch das Ritual, diese beiden da zu opfern, bleibt eben nicht, wird nicht von Erfolg gekrönt. Wir können uns am Ende denken, das wird immer so zwischen den Zeilen gesagt, dass der Wald eben hier, dieser Pilz als ein riesengroßes Ökosystem gesehen wird, dass den ganzen Wald, die ganze Natur, wahrscheinlich auch die ganze Welt irgendwie impliziert und dass dieser Pilz quasi die Rache des Gottes Waldes ist an der Menschheit, die den Wald zerstören will oder halt die Natur zerstört. So kann man das dann lesen. Deswegen Öko vor Korra. Ich finde, du hast das richtig gut zusammengefasst mit vielen Details, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ich muss sagen, mir hat der Film sehr gefallen aus zwei Gründen. Der eine Grund, der Hörer wird es wissen, wir sollten unsere Erde retten und auch Natur retten, aber ich mag Natur nicht für mich. Ich mag nicht in der Natur sein und musste so an The Happening denken von Night Shyamalan, ne, wo sich dann ja auch die Bäume mit diesen Sporen und so weiter gegen die Menschen wenden und die Pflanzen, um die Menschen zu töten. Das, da sah ich so Anleihen. Und dann, vielleicht ist das jetzt auch völlig überzogen, schöngeistig von mir, aber ich hatte die ganze Zeit den Gedankengang, das ist eigentlich alles eine Corona-Allegorie. Eigentlich erzählt dieser Film, wie wir uns während Corona gefühlt haben. Das diffuse, böse aus der Natur, die einen versuchen es auf so einer eher ESO-Schiene und sind nicht unbedingt ganz so clever, die anderen sind die voll cleveren Wissenschaftler, haben jetzt aber auch nicht die Antworten und am Ende des Tages weiß es eigentlich keiner so genau. Ja, und genau das ist eigentlich das, worum es hier gehen soll, ne, denke ich mal. Und das Interessante ist ja, dass es halt ein anderer Virus ist, aber gleichzeitig der Virus, das Virus, was wirklich in der Welt war, gerade die Entstehung dieses Films genauso hat werden lassen, wie sie dann geworden ist. Also dieses extrem reduzierte, es gab ja da diese Vorschrift, wie viele Leute dürfen mitdrehen und so weiter. Das ist dieses extrem reduzierte, dieses extrem improvisierte, ist ja genau das, was aus Corona in der Zeit, als der Film gedreht wurde, ne, Mitte 20, was da genau vorgefallen ist. Und das spiegelt sich halt so schön. Und klar, ich meine, die Natur bestraft den Menschen quasi, ja, mit diesem Pilz in dem Fall, mit diesem Pilzvirus, der tausendmal schlimmer noch offensichtlich war als Corona. Wir wissen ja auch gar nicht, wie sieht die Welt außen aus. Ne? Wir kriegen immer nur so Angst. Sich ist ja die halbe Welt untergegangen daran. Wir wissen es aber gar nicht. Ja, und die Natur rächt sich eben, aber gleichzeitig erkennt der Mensch nicht, du hast ja schon darauf hingewiesen, dass eben in der Natur alles irgendwie zusammenhängt, also auch der Mensch, ja. Und diesen Zusammenhang, den können die nicht erkennen in dem Film, ja, also keiner dieser Protagonisten, bis auf diese Rangerin. Und es gibt da so eine Szene, die ist mir gar nicht aufgefallen als solche, das Letzte, was sie zu ihm in dem Film sagt, oder die letzten gesprochenen Worte vom Film, als die dann besiegt sind, die Bösen, ist ja dann, let me guide you out of the woods, also lass mich dich aus dem Wald herausführen. Das sagt sie zu ihm dann. Was man erstmal denkt, klar, sie ist ja diejenige, die das machen muss, damit er wieder in die Zivilisation kommt, aber das war mir nicht aufgefallen, das habe ich dann irgendwo gelesen, und habe das nochmal gecheckt, sie sagt das mit einer verzerrten Stimme plötzlich, ja. So als wäre sie quasi dann dieser Gott des Waldes, der den Menschen wieder zurück in die Zivilisation führt, weil die Natur, und das wird dann eben so gedeutet, mit dem Mensch endgültig abgeschlossen hat, ja, und ihn wieder aus dem Wald entfernen will. Ja. Und also so eine sehr dystopische Message am Ende, die da gesendet wird. Ich habe zu der Zeit, wo ich diesen Film gesehen habe, ich habe gerade mal nachguckt, wie es hieß, als Hörbuch gehört, Der Wald, er tötet leise von Tibor Rode.
Kannte ich auch nicht, wurde mir über meinen Apple-Algorithmus empfohlen. Und das fand ich ganz spannend, dann so verknüpft, weil da geht es um eine, ja, auch den spoiler ich jetzt, man glaubt den ganzen Dingens über, es geht um eine invasive Pflanze und eine KI, die den Menschen vernichten will, weil der Mensch halt das Gleichgewicht der Natur stört. Und ganz am Ende reiht man, ach guck mal, es geht gar nicht um diese Pflanze, sondern um das Myzelen-Netzwerk des Waldes. Sich wehrt, also diese KI soll den Wald ursprünglich schützen und sieht dann, dass der Mensch, vielleicht ein bisschen mit dem Holzhammer jetzt die Moral, also der Mensch holzt diesen Wald ab und die KI kommt dann zu dem Ergebnis, ich muss alle Menschen töten, dann kann ich diesen Wald schützen. Ist nicht ganz so, wie gesagt, ist nicht so innovativ, war aber nett zu hören. Aber dann diese Myzelen-Netzwerk-Sache, die ich an anderer Stelle nochmal beleuchten werde, wissenschaftlich, weil ich gelernt habe, dass es ja wirklich dieses Wood Wide Web geht. Und als ich dann also dieses Hörbuch hörte und dann diesen In the Earth, und ich hatte in Virus, das ist so eine Zeitschrift für Horrorfilme, auch dann so ein Beiheft gelesen mit dem Topic Öko-Horror. Und habe mich dann gefragt, ist das jetzt die Horrorfilmreaktion auf Corona, aber auch vor allem auf die Klimakrise? Ja, sicherlich auch. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass dieses Landschaft, oder dieses ins Zentrum setzen dieser alten Landschaften, ich sage es jetzt mal ganz simpel, im Folk-Horror, ja schon immer ein Thema war. Ne? Die britischen Landschaften, wir haben auch die amerikanischen Landschaften in neueren Filmen, die immer mehr kommen. Diese Konfrontation eben des Menschen mit der Natur. Und Natur impliziert ja jetzt nicht nur das, was wir jetzt in The Earth haben, sondern Natur impliziert ja auch das, was Menschen früher mit der Natur zusammen quasi entwickelt haben. Die ganze Folklore und sowas. Ja. Wenn wir jetzt klassischen Folk-Horror den modernen Menschen haben, der eben jetzt irgendwie in diese archaischen Kulte kommt, die ja letztlich noch diese Naturreligion praktizieren, dann ist diese Naturreligion ja nichts anderes als dieses Verhältnis, dieses enge Verhältnis von Mensch und Natur, was der moderne Mensch eben verloren hat und er das deshalb nicht versteht. Und ich meine, das habt ihr bestimmt schon oft diskutiert jetzt in diesen Podcasts. Das Spannende am Folk Horror ist ja genau das. Deswegen kann man immer so schön mit dem okkulten Horror gegenüberstellen. Im okkulten Horror haben wir halt irgendwie eine Entität, die sucht den Menschen heim. Ja? Das heißt, der Exorzist zum Beispiel oder was auch immer. Die Entität kommt von außen und sucht den Menschen in der modernen Gesellschaft heim. Ja? Und jagt ihn oder was macht irgendwas mit ihm. Und im Folk-Horror ist es andersrum. Der moderne Mensch geht in diesen Bereich rein. Er geht in diese archaische Welt rein, meistens unfreiwillig, aber er geht da rein. Und das heißt, wir sehen alles aus dieser umgekehrten Perspektive, nämlich eigentlich aus der Perspektive, dass der Einzelne, mit dem wir uns wahrscheinlich identifizieren, in diesen archaischen Kult reinkommt. Ja. Und das ist ja gerade das Spannende im Folk-Horror, dass wir diese Umkehrung haben. Und dann plötzlich dieses Unverständnis des modernen Menschen gegenüber dem, was hier passiert. Und ich meine, das ist ja total durchgekaut jetzt, aber in Midsommar gibt es ja diese ganz faszinierende Szene, wo diese Alten Selbstmord begehen. Ja, diese erste Schockszene in dem Film, wo die sich dann plötzlich von diesem Felsen stürzen, diese 80-Jährigen oder 85-Jährigen, die stürzen sich vom Felsen und der eine ist noch nicht ganz tot und wird dann noch mit einem Stein erschlagen von den Dorfältesten. Und die Sache ist, die versuchen sich das dann ja auch immer noch zu erklären, warum machen die das? Ja? Und man versucht dafür Verständnis aufzubringen, aber man sieht es natürlich als unmoralisch an. Aber im Grunde ist es nicht unmoralisch, wird dann erklärt, weil, naja, ob wir jetzt unsere Alten ins Altersheim stecken und sie da sterben lassen oder ob wir dieses natürliche Ritual durchführen, das in Einklang mit denen, die das erleben, die wollen das ja auch, das ist doch nur eine andere Form von Ethik, sage ich jetzt mal. Und das ist ja das, was, denke ich, den Folk-Horror ausmacht. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin voll bei dir, ich muss aber sagen, zu meiner Schande, ich sehe das immer noch so, ich fand genau diese Szene zu plakativ, vor allem die Reaktion, ich weiß gar nicht, wer von denen das war, zwei von den jungen Leuten sind dann voll geschockt und schreien, das kann ich nachvollziehen.
Und der dritte steht ganz cool da und sagt, naja, aber man muss jetzt ja auch mal so die Relation sehen, bla bla. Und ich dachte mir, ich verstehe, warum du ihn das sagen lässt, lieber Ari Aster, aber keiner reagiert so, ey. Wenn du irgendwo aus einer Großstadt kommst und dann siehst du, wie zwei Leute von einer Klippe springen und dann kommt der kommt nämlich nicht mit einem Stein, sondern mit so einem riesigen Steinhammer und wämst auf den drauf. Die einzig normale Reaktion für einen Städter halte ich, geschockt zu sein und nicht dann so zu dozieren, ne? Relativ, weiß ich nicht, fand ich, aber ich und mein Mitbewohner-Problem. Das ist ja genau die Wissenschafts-, na, ich will es nicht mal Parodie nennen, aber das ist ja diese Kritik an der Rolle der Wissenschaft. Das sind ja Anthropologie-Doktoranden, die das natürlich irgendwie dann versuchen, in ihr Weltbild, also in ihr wissenschaftliches Weltbild zu integrieren. Ja? Das heißt, die haben sich mit diesen Ritualen, das finde ich ja gerade den guten Kniff dabei. Das sind ja nicht irgendwelche Leute, die das erleben, sondern die haben sich ja wissenschaftlich, theoretisch zumindest, mit solchen Sachen, mit so alten Kulten und so beschäftigt. Das heißt, die wissen ja eigentlich, was da vor sich geht und sehen das jetzt nur in der Erzzeit, dass Leute das praktizieren. Und da gebe ich dir schon recht, wahrscheinlich würde man trotzdem nicht so reagieren. Aber so von der Logik her ist es natürlich klar, weil die versuchen sich das dann andersrum zu erklären und sagen, ja gut, das weiß ich ja durch meine Studien, dass das schon immer so, dass das früher einfach so war. Ja. Und da beginnt ja dieses Weltbild, sich da irgendwie, was da vermittelt wird, auch für den Zuschauer irgendwie zu wandeln. Ich meine, das Ideal des Horrorfilms, des Folk-Horrorfilms ist ja letztlich, das passiert hier nicht, aber dass der Zuschauer selbst sich sagt, vielleicht ist es nur eine andere Vorstellung von Moral, die hier herrscht, die unserer komplett entgegenliegt, aber es ist jetzt nicht das Böse, wie im okkulten Horror zum Beispiel, sondern es ist nur eine andere Moral. Ja, Eben bei In the Earth, für mich zumindest, gut dargestellt, weil ich mir dachte, der Wald, nehmen wir ihn mal, den Wald als Entität oder diese Göttin des Waldes. Ne? Es ist vermessen von uns, eigentlich davon auszugehen, dass die in irgendeiner Art und Weise einen Bezug zu menschlicher Gedankenwelt, geschweige denn Moral hat. Das fand ich, kam bei In the Earth ganz gut raus. Ich bin ja auch Science-Fiction-Fan. Ich weiß nicht, ob du mal Solaris gelesen hast von Stanislaw Lem. Ich kenne aber den Film, ja. Genau, also da geht die die Filme, es gibt ja zwei Filme, eine UdSSR-Verfilmung und dann mit George Clooney, wo in Amerika das große Ding war, weil man einmal eben George Clooneys Ding sieht, das war was die Amis rezipiert haben, aber da geht es ja genau darum, man findet einen ganzen intelligenten Planeten und findet keinerlei Möglichkeit, also man ist in Kontakt, aber ist nicht in Kontakt, weil man keine gemeinsame Ebene der Kommunikation findet, sodass man in dem Buch wird zwischenzeitlich immer wieder überlegt, ob man überhaupt in Kontakt steht. Man ist es, aber man ist es irgendwie auch nicht. Und das fand ich eben bei In the Earth auch gut, wo ja unklar bleibt, also interagiert der Wald jetzt mit den Menschen oder belauscht man den Wald vielleicht nur? Das fand ich sehr schön gemacht. Ja, genau. Und es da fällt mir gerade nur so ein, weil das eigentlich ganz gut eben zusammengefasst hast, auch mit dem Solaris-Bezug. Es gibt da noch so einen anderen Folk-Horror-Film, der ist relativ unbekannt. Amerikanischer Film in dem Fall, heißt The Wind. Regisseurin ist mir gerade der Name entfallen, da kann man ja recherchieren, also The Wind. Das ist auch ganz interessant, da geht es darum, da ist es mal nicht der Wald, da ist es mal nicht die britische Landschaft, sondern da ist es die amerikanische Prärie, spielt zur Siedlerzeit, geht um eine Familie, die da angesiedelt wird oder die sich da ansiedelt. Das war ja damals so, als die von Osten nach Westen gezogen sind, so in der Prärie, da ist nichts anderes, außer noch einer anderen Familie. Und es wird dann immer gesagt, ja, die Landschaft ist böse. Ja, und es gibt da auch den Dämon noch, der aber auch im Auftrag quasi der Prärie. Und das ist dann halt dieses typische Fortgang, dass sie halt, dass man nicht weiß, wird sie wegen der Isolation wahnsinnig, die Protagonistin, weil der Mann ist dann auch immer unterwegs und muss halt irgendwelche Sachen machen. Und oder wird sie wahnsinnig oder gibt es dieses Böse da wirklich? Oder was heißt das Böse? Dass die Natur eben, die Prärie, die halt sich gegen die Menschen richtet. Ist ein bisschen langweiliger Film, aber der ist eigentlich auch sehr, sehr klug gemacht, wenn man das sieht. Das ist ja genau dieselbe Thematik. Ne? Man hat halt die Prärie jetzt wieder als die Natur, die sich gegen den Menschen richtet, der sie halt quasi zivilisieren will.
Tatsächlich sehe ich, wollte ich den mir auch noch mal anschauen, denn ich habe ja diese Dokumentation zu Weihnachten bekommen, Woodlands Dark and Days Bewitched. Fast eine 3,5 Stunden dauert, glaube ich, diese Doku mit Teilen, die für mich teilweise viel zu weit weg sind, aber ich weiß nicht, die werben ja auch damit, mehrere hundert Horrorfilme, die da besprochen werden. Und der stach für mich raus, genau mit dieser, vielleicht dann doch auch nochmal Verknüpfung zu Field in England. Kein Labyrinth, kein Wald, kein düster irgendwas, sondern eine große, freie, helle Fläche. Und die Menschen werden da vielleicht wahnsinnig. Das hat mich sehr gereizt, diese Idee. Ja, genau. Und der ist auch wirklich klug gemacht. Also er zieht sich ein bisschen, aber ja. Ja, mit Blick auf die Zeit, glaubst du denn, wir erleben jetzt so einen Boom von Öko-Horrorfilmen? Oder glaubst du, das geht jetzt mit dem gefühlten Ende von Corona dem Ende entgegen? Oder gerade wegen der Klimakrise wird es jetzt mehr? Oder ist das einfach alles jetzt eine zufällige Häufung gewesen? Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Es ist auch schwer zu sagen, wie sich das mit dem Folk-Horror weiterentwickeln wird. Aber der immerhin, der jetzt eher so um ein Beispiel rauszugreifen, also der meistdiskutierte Folk-Horror-Film jetzt im letzten Jahr, eigentlich auch der einzige, der groß diskutiert wurde, nämlich Anise Man, dieser britische Film. Den ich mir jetzt gerade letzte Woche ist der endlich gekommen, war gar nicht so leicht zu bekommen, ist auch auf keiner Plattform und hatte auch keinen deutschen Verleih. Und das ist auch ein sehr experimenteller oder nein, experimentell nicht, sehr kleiner Film, sehr künstlerischer Film. Auf jeden Fall, der Film hat auch wieder diese Thematik, ne? Also, Frau ist auf Insel alleine irgendwo in Cornwall, vor der Küste Cornwalls, und die Insel hat irgendeine Art von Eigenleben. Ja? Spielt so ein bisschen auch mit verschiedenen Zeitebenen, wie bei Field in England, weil am Ende kommt dann irgendwie so ein bisschen raus, dass sie offensichtlich selbst schon ein Geist ist, und die Insel lässt die Geister nicht los und so weiter. Aber das will jetzt nicht so groß auf den Film eingehen, nur das Wichtige ist hier, dass wir hier diese Insel haben, die sich halt irgendwie wieder in dieser Konfrontation mit den Menschen findet, aber so unwirtlich ist und die Menschen nicht auf ihr Leben lässt. Da gab es halt früher dann nur Minenbau und sowas, oder weiß ich was, sie da Kupfer, glaube ich, haben sie da rausgeholt. Und da sind auch eben alle Minenarbeiter, gab es ein Unglück umgekommen, die Fischer, gab es eine Katastrophe kommen um. Das heißt, die Insel tötet halt eben irgendwie die Menschen. Auf der einen Seite ganz normales Prozedere, sage ich jetzt mal, gerade noch im 19. Jahrhundert, wo vieles von der spielt zwar in den 70ern, aber diese alten Sachen sind dann halt passiert, dass man da eben ertrinkt, weil man noch nicht die guten Boote hat und so weiter. Aber trotzdem diese Thematik, ja, die Natur konfrontiert den Menschen mit seinen Grenzen. Also ich denke schon, dass das, glaube ich, schon so eine Spur ist, die gerade der Folk Horror jetzt gerade gehen wird. Also ich hatte von dem Film, den du jetzt benannt hast, auch nur gehört. Ich bin jetzt glaube ich gelesen. Anise Man, für diejenigen, die es jetzt gerade vielleicht falsch verstanden haben, es schreibt sich Enys und dann neues Wort Min, also Min. N-E-N, ja. Men, also Ja. MEN, der hat eine 5,7 auf IMDb, das muss aber nichts bedeuten, weil natürlich viele Menschen das gucken, die eigentlich gar nicht für Ja. das Genre affin sind. Das ist ja immer in dem Bereich so. Aber zum Abschluss, mein Lieber, dein Folk-Horror-Buch, wann erscheint es, was ist drin und wie kriegen wir es? Naja, gut, ich muss es noch fertig schreiben. Okay. Ja, ich bin ja gerade noch an einem anderen Buch, an was ganz anderem. Und dann, wenn ich das fertig habe, kann ich mich wieder dran setzen. Ich habe jetzt mit dem Verlag zufälligerweise gerade heute gesprochen und mir noch eine Verlängerung bis Sommer auserkoren. Da es ein wissenschaftliches Werk ist oder hauptsächlich wissenschaftliches Werk bei einem wissenschaftlichen Verlag, wird das dann wahrscheinlich relativ schnell gehen, wenn es erstmal Verlag ist. Also da gibt es ja nicht diese großen 100.000 Lektoratsrunden. Und ich denke mal, also wenn das klappen sollte mit dem Sommertermin, dass es Ende des Jahres oder im Herbst bis Ende des Jahres kommen wird und wird tatsächlich erstmal
so eine Geschichte des Folk Horror und Definition und die ganzen Thematiken, aber vor allem auch, wenn der Verlag das akzeptiert, weil wir das so noch gar nicht abgesprochen haben, eine wirklich Exegese von den, sagen wir mal, 30 wichtigsten Filmen enthalten. Darfst du uns sagen, in welchem Verlag das erscheint? Ich meine, ab und zu sind Verträge so, ab und zu so. Darfst du das sagen? Ja, das ist ein wissenschaftliches Buch. Das erscheint bei Springer, ne, bei diesem sehr, sehr großen wissenschaftlichen Verlag. Die haben jetzt eine neue Reihe, die der Markus Stiegelegger betreut, die eben auch Horrorfilme quasi im Mittelpunkt hat. Und da ist jetzt ein Buch vor 2 Jahren über Gothic Horror erschienen, also Gothic Horror Movies. Und es sollte noch ein anderes erscheinen, ich weiß gar nicht mehr über was noch nicht erschienen ist. Und jetzt eben dieses Folk Horror Buch ist dann halt das dritte in der Reihe. Genau. Ja. Sascha, hast du noch ein schönes Schlusswort? Ich habe nämlich keins. Ich bin voll und ganz zufrieden. Vielleicht hast du aber noch was, was wir dem Hörer, der Hörerin mitgeben sollten. Ja, ich würde das einfach mal aufgreifen, was du eben über die IMDb-Bewertung gesagt hast. Wenn wir mal durchgehen, was die Folk-Horror-Filme so für Bewertungen, ich mache das auch mal sehr gerne, kriegen, die sind schlecht. Und durchschnittlich, sagen wir mal, durchschnittlich. Und dann liest man sich diese Kritiken durch und das liegt ja meistens daran, die einen geben 9 bis 10 Punkte und die anderen geben 1 und sagen, geht nicht in diesen Film, da gibt es keine Toten, da gibt es kein Blut oder sonst was. Ich finde das interessant, man soll sich davon nicht abhalten lassen, wäre mein Schlusswort. Ich glaube, wenn wir auf eine Bewertung von ungefähr 6 Punkten kommen bei IMDb, dann muss das einfach ein guter Folk-Horror-Film sein. Viel mehr wäre zu viel. Ist ein schönes Schlusswort. Ich habe aber gerade geguckt, weil ich habe erwartet, dass ein Film wirklich gut abgeschnitten hat bei IMDb. Und das ist auch so. The Witch. The Witch habe ich erwartet, hat gut abgeschnitten mit einer 7,0. Aber der, finde ich, ist auch noch mal filmisch mehr für ein großes Publikum angelegt. Meines Erachtens. Ja, wobei, es wundert mich jetzt auch ein bisschen, ja. Ja, das Ende. Also ich fand das Ende krass. Also das habe ich nicht kommen sehen, hatte ich ja schon mal gesagt, dass da wirklich so eine, ich habe den ganzen Film über gedacht, da ist keine übernatürliche Ebene. Und dann am Ende kommt ja zumindest das Angebot einer übernatürlichen Ebene. Das fand ich total gut. Das war so ein schöner Twist, den man mitnehmen kann, aber nicht muss. Das hat mich sehr gefreut an dem Film. Ja. Sascha, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und dann toi 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 beim Schreiben noch, ne? Ja, dankeschön. Folk, Horror, Angst, Lust.